Das Ehrenamt bietet die Möglichkeit, nach ganz anderen Kriterien Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren, als wir sonst im wirtschaftlichen Leben in unserem Berufsalltag haben. Wir bekommen dafür etwas zurück, wenn wir uns ehrenamtlich engagieren, dass wir uns ein Anliegen, das uns wichtig ist, dem nähern und hier versuchen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, ohne auf unseren persönlichen Profit zu schauen. Ich habe viele Jahre vor meinem Bundestagsmandat ehrenamtlich gearbeitet. Ich habe einen Verband ehrenamtlich aufgebaut. Und da war es immer so eine Mischung zwischen politischem Engagement, aber auch konkreter Hilfe für Leute, die sich nicht so auskannten oder sie nicht genau wussten, wie sie sich ihrer Rechte bedienen können, da Hilfestellung zu leisten. Das hat mich schon geprägt, weil es, glaube ich, einen wichtigen Impuls gibt, die konkreten Probleme im Alltag zu erfahren und dann aber auch daran zu arbeiten, dass bestimmte Probleme nicht immer wiederkehren müssen, sondern dass wir auch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen so verändern können, dass manche Probleme einfach gelöst werden. Also ich denke, für die Kirchen gibt es bestimmte Herausforderungen, bestimmte Chancen. Einmal hat die Kirche natürlich ihr Proprium, und das ist jetzt nicht das soziale Engagement, sondern auch der Grund und der Ethos für dieses soziale Engagement. Das ist ja auch das, was letztendlich die Kirche mit ihren Mitgliedern, mit ihren Gläubigen zusammenhält. Ich glaube, das sollte in so Diskussionen über Ehrenamt und Wohlfahrtspflege und was die Kirche so alles für die Gesellschaft tut, nicht ganz vergessen werden. Der andere Punkt ist natürlich, die Kirche ist eine große Organisation, wahrscheinlich die beiden Kirchen sind die größten Organisationen von Ehrenamtlern. Das heißt, es ist ein ungeheures Potenzial für die Gesellschaft und dessen sollte man sich bewusst sein und das nutzen und vielleicht auch überlegen, ob man als Nukleus in der Gesellschaft auch Anbieter sein will für Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, vielleicht noch gar nicht mehr oder noch nicht der Kirche angehören und trotzdem sich für ein bestimmtes Projekt, Obdachlosenhilfe, Hilfe für Flüchtlinge oder was auch immer da jeweils das Projekt ist, engagieren würden. Also sozusagen Kirche offen an diesem Punkt zu gestalten und zu mitmachen, für Dinge, die der Kirche wichtig sind, einzuladen. Also es gibt vielleicht ein Problem beim Ehrenamt, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich will mich engagieren für ein konkretes Projekt, aber ich will mich organisatorisch nicht dauerhaft binden. Und trotzdem brauchen natürlich eine vernünftige Wohlfahrtsarbeit, ein vernünftiges soziales Engagement auch Kontinuität. Das kann die Kirche zum Teil durch auch ihre finanzielle Kraft mit einem professionellen Background bieten. Und wenn wir Ehrenamt weiter in der Zukunft in einem größeren Umfang nutzen wollen, müssen wir wahrscheinlich auf die Bedürfnisse der Menschen, die da unterschiedlich sind, eingehen. Manche werden nach wie vor über Jahre hinweg sich engagieren für bestimmte Fragen und andere werden sagen, ja, ich bin bereit, mich mal 6 Monate zu engagieren für eine konkrete Sache, aber danach mache ich auch wieder was anderes oder muss mich beruflich auch wieder stärker einbringen. Das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die man bei der Organisation ein bisschen berücksichtigen muss. Wie kann man Leuten mit unterschiedlichen Perspektiven von Engagement einbinden, ohne zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern beides gleichermaßen wertzuschätzen. Also das Wichtigste finde ich eigentlich, dass Kirche darüber nachdenkt, wo sie offen sein wollen für andere, weil wir haben einerseits das Problem aus kirchlicher Sicht einer Entkirchlichung unserer Gesellschaft, es gibt weniger Mitglieder. Gleichzeitig gibt es auch niemand, der durch die sinkende Zahl der Kirchenmitglieder an die Stelle der Kirchen getreten ist und das Gleiche anbietet. In bestimmten Spektren gibt es einfach niemand anders als die Kirchen, die sich da engagieren. Und deshalb sollte man Leute einladen, ohne die Schwelle zu hoch zu machen, da gegebenenfalls mitzutun. Ich glaube, das wäre eine Chance,
in dieser veränderten Gesellschaft. Und es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für Kirche zu zeigen, dass sie doch eigentlich attraktiv ist.